Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac-Hilfe. Wir haben unter Ubuntu ja schon bereits gezeigt, wie man Symbol-Icons vergrößern kann. Hier eine Variante für XP. Für Windows Vista 7 auch eine Folge, die man aber auch hier auch unter XP einsetzen kann oder unter Windows Vista. Oder Windows 2000 und Windows 98 müsste es, glaube ich, auch gehen. Da ich es aber nicht getestet habe, kann ich es ja nicht sagen. Also, Letzteres gilt natürlich für Windows 95, 98 und 2000, das ich getestet habe. Ja, wie kann man unsere Icons vergrößern? Ich habe hier beispielsweise einen Papierkorb als System-Icon und den möchte ich jetzt vergrößern. Ja, wir machen einen Rechtsklick auf einfach auf unsere Arbeitsfläche, einen Rechtsklick. Bekommen im Kontextmenü Eigenschaften, klick mal drauf. So, nachdem wir Eigenschaften von Anzeigen offen ist, klicken wir auf Darstellung, klicken auf Effekte und wählen den Punkt große Symbole verwenden. Klicken auf OK, bis die Checkbox ist gesetzt. Klicken auf OK, übernehmen. Okay. Jetzt achten Sie mal auf das Symbol. Es müsste jetzt ein bisschen größer sein, nämlich jetzt ist es ein bisschen größer geworden. Und wenn Sie das rückgängig machen wollen, einfach auch wieder Eigenschaften anwählen. Darstellung, Effekte, Checkbox rausnehmen, übernehmen, okay. Okay.